freue mich aufs neue Schuljahr, weil ich 5 Monate mit meiner kleinen süßen Tochter Mia zu Hause verbringen darf und erst wieder im Februar einsteigen. Mein Schuljahr wird relativ kurz werden. Ich freue mich aufs neue Schuljahr, weil ich extrem gerne unterrichte und mich darauf freue, wieder mit den Schülern zu arbeiten. Und so komisch es auch klingt, dadurch wirklich viel Kraft und Energie schöpft, weil es einfach so viel Spaß macht. Darf ich anfangen? Ja, fang du an. Ja, also mittlerweile ist es ein bisschen ärgerlich, dass bei Lehrern die Zeit in der Klasse oder Unterrichtszeit auch genannt mit der Arbeitszeit verwechselt wird. Macht man auch nicht beim Armin Wolf, sagt man auch nicht, der arbeitet 20 Minuten am Tag. Von dem her, ja, es ist einfach, ein Lehrer arbeitet auch in der Klasse, aber hat auch viele andere Tätigkeiten. Sei es jetzt Erziehungsarbeit mit den Eltern, sei es aber auch Arbeit für die Schule, wie auch immer. Man darf nicht nur die Flugzeiten rechnen. 3,5 Monate, wirklich nur so wenig? So wenig, ne? Ja. Okay. Org. Ja, halt immer umsatteln. Ja. Okay, ich fange was anderes an. Ich habe gedacht, das sind mehr Ferien. Ist einer, der ganz nah an der Realität der Kids ist, der weiß, wer Pokémon und Konsorten sind. Ein guter Lehrer muss ganz viel schmähern, muss die Kids als gleichwertigen Partner sehen und nicht als lieber Gott vor der Tafel Wissens vermitteln an kleine Idioten. Das sind sie nämlich definitiv nicht. Ein guter Lehrer ist jemand, dem sein Job Spaß macht, ist jemand, der sehr gut mit Menschen umgehen kann, ist jemand, der sehr spannend und gut Inhalte vermitteln kann, ja, und der seinen Job auch noch nach 40 Jahren gerne macht. Und nicht in Frühpension geht. Es keine Bildungsexperten geben würde. Wenn sie erst um 9 Uhr beginnen würde, wenn es keine Bildungsexperten gäbe und wenn nicht alle die Schule und auch die Lehrer schlecht reden würden. Es ist nicht alles so schlecht. Gesamtschule ist extrem super, weil ich kriege alle 4 Jahre den Mega-Heulkrampf, wenn ich meine Lieblinge aus der 4. Klasse ins Leben entlassen muss und sie nicht noch 4 Jahre weiter haben darf. Also meine Wunschvorstellung wäre, dass ich meine Kids 8 Jahre hätte, quasi gesamt und alles unterrichte, bis auf Physik, weil da habe ich nämlich genau gar keine Ahnung. In Mathe, oder? Das ist ein bisschen eher fair und nicht zu zentral. Nein, aber in Mathe, Mathematik habe ich auch in der Volksschule, mein lieber Ferner. Okay, ja, na, da bin ich stolz auf dich. Ja, ja, Zentralmatura ist ein Konzept, wo alle genau das Gleiche geprüft werden. Es wird immer wieder gesagt, dass die Schulen alle sehr autonom sein sollen und individuelle Schwerpunkte setzen sollen. Wenn jetzt bei der Zentralmatura alle genau das Gleiche geprüft werden, könnte das auch problematisch sein. Ich frage mich auch, ob durch die Zentralmatura die Qualität der Lehre geprüft werden soll. Wenn ja, vielleicht ein bisschen später Zeitpunkt. Ich persönlich, wie man eh schon merkt, bin kein großer Fan davon. Kann ich vielleicht nochmal näher erklären, aber jetzt nicht. Also Zentralmatur, ich war dafür die Zentralmatura nicht so geeignet gewesen, weil mein Wissen damals in der Schule war nicht wirklich zentral, mehr so peripher, kannst du sagen. Genau. Noch einmal ernsthaft, weil immer gesagt wird, das ist in anderen Ländern auch, das stimmt nur zur Hälfte, weil die Zentralmatura in anderen Ländern, das sind einfach nur kleine Teile, die zentral abgeprüft werden. Und ich fände es halt gut, wenn die Schulen, die vorher halt individuelle Schwerpunkte setzen mussten, die dann auch irgendwie auch abprüfen dürfen und nicht alle genau das Gleiche geprüft werden. Kannst du auch dann die Millionen schon vergessen. Wenn alle genau das Gleiche wissen, ist die komplette Show sinnlos. Naja, vor allem die Joker dann, wenn du anrufst. Ne? Also, hallo? Hallo? Du, die Frage lautet, weiß ich nicht. Na, ich war genauso wenig wie du. Genau, weil jeder das Gleiche weiß. Genau, jeder weiß es selber. Eine gute Frage. Ich mache Kabarett mit Markus Hauptmann, weil wir beide das Thema Schule
lieben, auf die Kabarettbühne zu bringen. Und ich finde es total toll, dass ein Volksschullehrer und ein Hacklehrer sich zusammentun, allein diese unterschiedlichen Sichtweisen. Der eine hat eher die ganz Jungen, der andere die eher Älteren. Also ich finde eine perfekte Kombination. Ich finde es sehr lustig, wie du Hacklehrer sagst, was du das ganz schnell sagst, Hackler. Hackler? Ich habe jetzt Hackler gehört. Ja, Hackler. Halt ein Volksschullehrer und ein Hackler. Ein Hackler, ja, das stimmt. Das ist super. Ich bin eher Hackler. Ich gern wissen möchte, wie sich ein Burnout anfühlt. Der neueste heiße Shit vom MC Landesschulinspektor. Yo! Und unser Kabarettprogramm. Wir machen Teamteaching, weil Normalunterrichten ist voll 90er. Yo. Ewigkeit.